Hallo ihr Lieben, heute soll es noch die Neuerscheinungen für den November geben und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Ich weiß nicht, ob ihr es die Woche in den Videos schon irgendwie mitgehört habt, aber meine Stimme verlässt mich so langsam und ich hoffe, dass sie jetzt für dieses Video noch durchhält. Irgendwie bin ich im Moment ein bisschen angeschlagen, gesundheitlich und ja, ich versuche das jetzt aber hier noch durchzuziehen mit den Neuerscheinungen, also hoffen wir mal nicht, dass mir jetzt die Stimme weggeht. Ja, Neuerscheinungen November. Ich habe wieder ein paar aufgeschrieben. Es sind wieder ein paar viele. Und ja, das erste Buch, was im November erscheint, was ich euch gerne zeigen würde, erscheint am 2. November. Dieses Buch werde ich auf jeden Fall wieder mitlesen. Und zwar ist das der 5. Teil der Diamonds for Love-Reihe. Und ja, ich würde euch gerne auch hier mal wieder vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Ihr wisst, ich liebe die Diamonds for Love-Reihe. Sie ist einfach so unglaublich toll. Und ja, im 5. Teil geht es um den Zwillingsbruder von Max. Um Max ging es ja im 4. Teil. Es geht jetzt um Christopher. Und ja, ich lese mal vor, worum es genau geht. Innenarchitektin Victoria Hensley soll Christopher Bennets neu erworbenes Apartment einrichten. Da sie seit dem Unfalltod ihrer Eltern allein für ihre Geschwister sorgt, ist sie dankbar für den Auftrag und zeigt sich von ihrer besten Seite. Die Chemie zwischen ihnen stimmt sofort, aber auch wenn Victoria der muskulöse Christopher imponiert, sie sich in seiner Nähe wohlfühlt und sich im Geheimen nach seinen heißen Küssen sehnt, sagt ihr der Verstand, dass eine Liaison mit dem Auftrag, sie den Auftrag kosten könnte. Nur, wie lange kann sie die geradezu magische Anziehung zwischen ihnen ignorieren? Und ich finde, das klingt wieder nach einer ganz, ganz tollen Geschichte. Ihr wisst, ich liebe die Diamonds for Love-Reihe und ja, ich freue mich schon sehr auf den 5. Teil und auf die Geschichte von Christopher. Und ich glaube, im 6. Teil kommt dann die Geschichte von Alice. Da freue ich mich auch schon mega drauf auf die Geschichte. Und ja, Diamonds for Love Teil 5 erscheint am 2.11. und ich freue mich. Das zweite Buch, was ich mir aufgeschrieben habe, erscheint ebenfalls am 2.11. und heißt Sowas kann auch nur mir passieren. Ich habe mir den Namen der Autorin vergessen aufzuschreiben. Aber ihr seht es ja auf dem Cover, da steht ja der Name mit drauf. Ach ja, Mahiri McFarlane heißt die Autorin. Und ja, ich lese euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Wenn in Georginas Leben etwas schief geht, dann wenigstens gründlich. Erst verliert sie ihren Job als Kennerin. Dann erwischt sie ihren Freund Robin im Bett mit einer anderen. Weil Tränen ihr noch nie geholfen haben, setzt Georgina den untreuen Robin vor die Tür und sucht sich einen neuen Job. Leider ist ihr zukünftiger Boss kein Unbekannter. Lucas war zu Schulzeiten Georginas große Liebe, bis zu jener schrecklichen Partynacht, die alles veränderte. Und ich finde, das klingt nach einer ganz, ganz tollen Geschichte und hier steht unten perfektes Leseglück zum Träumen, Schmunzeln und Mitfiebern. Und ja, sowas mag ich ja absolut total gerne, deswegen habe ich mir das Buch auch auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Wir sind in diesem Monat im Generellen wieder sehr, sehr liebesgeschichtenlastig, wollte ich an dieser Stelle einfach mal sagen. Ja, ich mag Liebesgeschichten. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, ist allerdings keine Liebesgeschichte. Es erscheint am 5. November und ist der 4. Teil von der Red Rising-Reihe. Ich habe die Red Rising-Bücher noch nicht gelesen. Ich weiß aber, dass diese Reihe sehr, sehr viele Fans da draußen hat. Deswegen wollte ich es an dieser Stelle einfach einmal mit erwähnt haben. Zum Inhalt möchte ich hier nichts sagen, denn ich möchte diese Reihe irgendwann auch nochmal selber mitlesen und möchte mich jetzt natürlich nicht spoilern. Und ja, nur so an dieser Stelle. Der 4. Teil von Red Rising erscheint am 5. November. Und ja, ich denke, sehr, sehr viele werden sich darüber auch freuen. Machen wir weiter mit den nächsten beiden Büchern. Auch das sind Liebesgeschichten und auch diese Bücher erscheinen mit am 5. November. Und das erste Buch ist Der Winter der Wunder. Das ist der erste Teil der Blossom Street Reihe. Entschuldigt, ich glaube, die war von Debbie McCamber. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Catherine liebt den Winter, vor allem den Zauber der dunklen Jahreszeit. Diese Liebe gibt sie an ihre Nichten weiter. Doch deren Mutter hält sich an die Erziehungsmethoden des renommierten Psychologen Ryan Jeffries. Er vertritt die Meinung, dass man Kinder mit Märchen wie dem vom Weihnachtsmann verschonen sollte. Als Catherine dann eines Tages Wynn tatsächlich persönlich gegenübersteht, kann sie ihm endlich einmal sagen, was sie von ihm denkt. Damit, dass er eigentlich ganz nett ist und dabei auch noch ziemlich gut aussieht, hat Catherine allerdings nicht gerechnet. Und ich finde, das klingt auch wieder nach einer ganz, ganz tollen Geschichte und irgendwie, ich glaube, meine Stimme wird gerade komisch. Egal. Ich mache jetzt mit komischer Stimme weiter. Tja, also ich finde auch, die Geschichte klingt einfach echt richtig nach einer ganz, ganz süßen, tollen Liebesgeschichte. Und ja, deswegen habe ich es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Die nächste Geschichte passt auch in diese Kategorie. Und zwar heißt sie, es muss ja nicht gleich Liebe sein. Und ja, auch hier lese ich euch mal vor, worum es in diesem Buch geht. Jeder in Lone Star Canyon hält sie für das perfekte Paar. Nur Nora und Steven streiten es ab. Dabei sind die temperamentvolle Friseurin Nora und Dr. Steven Remington ein unschlagbares Team. Gemeinsam kümmern sie sich während eines Tornados um Verletzte, sprechen Mut zu und versorgen Wunden. Praktischerweise liegen Salon und Praxis einander gegenüber. Außerdem sieht ein Blinder, wie es zwischen Nora und Steven knistert.
Keiner der beiden will mehr eine feste Bindung eingehen. Aber wenn die Küsse so gut schmecken wie Schokolade, muss es ja nicht gleich Liebe sein. Und ja, auch das klingt nach einer ganz, ganz süßen Liebesgeschichte. Ich habe von Susan Mallory ja leider immer noch nichts gelesen. Ja, steht auf jeden Fall schon einiges von ihr mit auf meinem Wunschzettel, weil ich finde, dass ihre Bücher echt richtig cool klingen. Und ich habe ein Buch drüben liegen, das wollte ich schon längst mal mit gelesen haben. Aber naja, für nächstes Jahr habe ich mir auf jeden Fall schon eine Vorsätzeliste geschrieben, wo ganz, ganz viele Dinge draufstehen. Dazu dann aber später mehr, wenn das Jahr vorbei ist. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und zwar ist das wieder eine Liebesgeschichte. Die klingt jetzt allerdings für mich so nicht nach niedlicher, süßer Liebesgeschichte, sondern eher so Richtung vielleicht der Sinners of Saint-Reihe. Und zwar ist das, jetzt muss ich nochmal abspiegeln, The Pact, Versprich mir nichts. Und ja, ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Dieses Buch erscheint übrigens am 12. November. Wenn ihr Verlangen siegt, könnte ihre Freundschaft scheitern. Lyndon McGregor ist ein schottischer Bad Boy, der weiß, wie man Frauen erobert. Und seit einiger Zeit schon denkt er an nichts anderes als an seine beste Freundin Stephanie. Doch sie zu verführen wäre unmöglich. Stephanie Robinson ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau und sie weiß, dass Lyndon tabu ist. Auch wenn sie nicht leugnen kann, dass sie ihn will. Die beiden müssen sich nun entscheiden. Wollen sie ihrem Verlangen nachgeben, auch wenn ihre Freundschaft dabei auf dem Spiel steht? Ich finde, das ist jetzt eine Geschichte, die man so in der Art und Weise vielleicht schon auch 100-mal gelesen hat. Aber ich hoffe, dass in dem Buch so ein bisschen mehr noch drin steckt, als jetzt der Klappentext hergibt. Und ja, ich habe es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben und wie gesagt, erscheint am 12. November. Das nächste Buch habe ich auch mal mit aufgeschrieben, weil ich weiß, dass es viele Walter Mörs-Fans da draußen gibt. Und zwar erscheint am 12. November ebenfalls das neue Buch von Walter Mörs, und zwar Weihnachten auf der Lindwurmfeste oder Warum ich Halloumi-Map hasse. Halloumi-Map hasse. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Ich bin jetzt nicht so der Walter Mörs-Fan, aber ich dachte mir, ich schreibe es einfach mal mit auf, um euch zu informieren, dass es erscheint, weil es ja sehr, sehr viele Fans von Walter Mörs da draußen gibt. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und das erscheint am 19. November und ist das neue Buch von Holly Black. Und zwar heißt das Elfenkrone und ist der erste Teil einer Reihe. Ich glaube, die Reihe heißt auch Elfenkrone-Reihe. Ich bin mir gerade aber nicht sicher. Und ja, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob das was für mich ist. Ich habe ja Der Prinz der Elfen von Holly Black gelesen und das hat mir zwar gut gefallen, war jetzt aber kein Buch, was mich so 1000% überzeugen konnte. Und ja, ich warte einfach mal ab, was die anderen so zu dem Buch sagen. Und ich lese euch aber mal vor, worum es in diesem Buch geht. Sie sind schön wie das Feuer und gnadenlos wie Schwerter, bis ein Mädchen ihnen Einhalt gebietet. Natürlich möchte ich wie sie sein, sie sind unsterblich. Carden ist der schönste von allen und ich hasse ihn mehr als den Rest. Ich hasse ihn so sehr, dass ich manchmal kaum Luft bekomme, wenn ich ihn ansehe. Jude ist 7, als ihre Eltern ermordet werden und sie gemeinsam mit ihren Schwestern an den Hof des Elfenkönigs verschleppt wird. 10 Jahre später hat Jude nur ein Ziel vor Augen, dazu zu gehören, um jeden Preis. Doch die meisten Elfen verachten Sterbliche wie sie. Ihr erbittester Widersacher, Prinz Carden, der jüngste und unberechenbarste Sohn des Elfenkönigs. Doch gerade ihm muss Jude die Stirn bieten, wenn sie am Hof überleben will. Das klingt eigentlich nach einer ganz, ganz coolen High-Fantasy-Geschichte, so mit Elfen. Aber ich warte erstmal die Meinung der anderen ab. Ich bin jetzt nicht so der riesige Holly Black Fan. Ich weiß, dass es Sina, glaube ich, auf jeden Fall lesen wollte. Und ja, mal gucken, was sie zu dem Buch dann berichtet. Und dann mal schauen. Mal schauen, mal schauen, mal schauen. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch. Und auch das ist wieder eine Liebesgeschichte. Und erstaunlicherweise, was mich hier echt irritiert hat, war, dass das richtige Buch am 30. November erscheint. Das E-Book aber ist am 1. oder 2. Dezember. Es sind zwar nur 1-2 Tage, aber ich war echt irritiert, dass das E-Book später kommt als das richtige Buch. Oder es wurde mir einfach nur wieder anders angezeigt. Keine Ahnung. Ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall erscheint der erste Teil der Second Chance-Reihe One More Chance am 30. November. Und ich finde auch hier, dass die Geschichte eigentlich ganz cool klingt. Und ich lese euch auch mal hier vor, worum es in diesem Buch geht. Neues Leben, neuer Job, neue Liebe. So lautet Aubreys Plan. Doch ein platter Reif und ein kleiner Ziegenbock werfen alles durcheinander. Zum Glück macht der sexy Australier Chance nicht nur ihr Auto wieder flott, sondern überredet sie auch, die restliche Strecke nach Kalifornien gemeinsam zurückzulegen. Es folgen die glücklichsten Tage und aufregendsten Nächte, die Aubrey je erlebt hat. Aber dann ist Chance auf einmal wieder verschwunden. Ja, mehr steht hier nicht. Es steht nur originell, absolut süchtig machend und mit einem Twister überrascht. Ganz sicher eins unserer Lieblingsbücher. Ich finde, das klingt mal nach so ein bisschen einer anderen Geschichte. Mit einem bisschen einen anderen Ansatz. Ich habe es mir auf jeden Fall mal mit aufgeschrieben. Und ja, ich bin gespannt, wie dieses Buch ist. Wie gesagt, erscheint am 30. November. Und alle anderen Bücher, die jetzt kommen, erscheinen auch ebenfalls am 30. November. Dann muss ich das jetzt nicht nochmal sagen.
Machen wir weiter mit dem nächsten Buch und auf dieses freue ich mich auch schon sehr. Und zwar ist das Catwoman, Diebin von Gotham. Oh mein Gott, meine Stimme. Und Catwoman gehört zur DC Icons Reihe und ist der aktuell zweite Teil, der in Deutschland dazu erschienen ist. Und geschrieben ist dieses Buch von Sarah J. Maas. Weswegen ich mich auch schon sehr auf dieses Buch freue. Ihr wisst, ich liebe die Bücher von Sarah J. Maas. Und ja, Catwoman werde ich auf jeden Fall mitlesen. Ich habe das Anfang des Jahres schon beim Verlag angefragt und die haben es mir damals schon bestätigt. Das heißt, ich werde es auf jeden Fall lesen können, wenn es Ende November erscheint und freue mich da schon sehr drauf. Und ich lese euch mal vor, wie so die Catwoman-Interpretation von Sarah J. Maas klingt. Partygirl bei Tag, Superdiebin bei Nacht. Selina Kyle war die jüngste und gefürchtetste Straßendiebin von Gotham City, bis sie vor 2 Jahren verhaftet wurde. Nun kehrt sie unerkannt als mysteriöse Millionärstochter zurück. Während sie tagsüber als Partygirl Holly den Männern, allen voran ihrem verteufelt attraktiven Nachbarn Luke Fox, den Kopf verdreht, plant sie des Nachts den größten Coup aller Zeiten. Doch dann droht ihr Gefahr von unerwarteter Seite. Ein maskierter Unbekannter ist fest entschlossen, Selinas illegale Aktivitäten den Garaus zu machen und nimmt die Verfolgung auf. Ein faszinierendes Katz-und-Maus-Spiel beginnt. Was Selina nicht weiß, ihr Widersacher ist kein anderer als Luke Fox. Ich muss sagen, dass Catwoman für mich noch so einer der interessantesten Charaktere ist aus dem DC-Universum. Ich bin ja eher so das Marvel-Mädchen und ich bin schon sehr gespannt auf die Geschichte von Sarah J. Maas und was sie halt aus Catwoman gemacht hat. Ich finde, es klingt sehr, sehr cool, auch wenn ich sagen muss, dass vom Klappentext her das Ganze schon wieder recht vorhersehbar klingt. Denn es wird wahrscheinlich sein, dass sie sich in Luke verliebt und sie dann gegen ihn kämpfen muss und dass das am Ende dann rauskommt und oh mein Gott, was passiert dann? Das ist dann vielleicht noch so ein bisschen unerwartet, aber ansonsten klingt das für mich jetzt so auf den ersten Blick schon recht vorhersehbar, aber es ist Sarah J. Maas, deswegen hoffe ich und gehe ich einfach mal von aus, dass da noch ein bisschen mehr dahinter stecken wird und ja, wie gesagt, Catwoman erscheint am 30. November und ich bin schon sehr, sehr gespannt auf die Geschichte. Machen wir weiter mit dem nächsten Buch auf meinem Zettel und zwar werde ich dieses Buch auch auf jeden Fall lesen. Ich freue mich da schon das ganze Jahr drauf, auf diese Geschichte. Eigentlich freue ich mich schon seit letztes Jahr auf der Buchmesse auf dieses Buch. Ich durfte ja letztes Jahr auf der Buchmesse ein Interview mit der Autorin führen und da hat sie mir schon erzählt, dass sie gerade an diesem Buch schreibt. Und zwar rede ich von Revenge, Sternensturm von Jennifer L. Armentrout. Das ist der erste Teil der Spin-Off-Serie zu Obsidian. Und in Revenge wird es um Luke gehen und jeder, der die Obsidian-Reihe gelesen hat, weiß, wer Luke ist und weiß, was das für ein Charakter war und ich habe Luke damals schon extrem gefeiert und ich freue mich jetzt so unglaublich auf die Geschichte und ja, ich freue mich zu lesen, was mit Luke so passiert und ich weiß, dass Katie und Damon und so die anderen Charaktere aus der Obsidian-Reihe auch alle so wieder am Rande mit drin vorkommen werden und ich bin schon sehr gespannt und freue mich da auch wirklich schon sehr drauf und ja, ich lese euch mal vor, worum es in Revenge Sternensturm geht. 4 Jahre nach der verheerenden Invasion der Lux sind die Außerirdischen nun Teil der Bevölkerung. Die 17-jährige Evie Dasher verlor damals ihren Vater. Dennoch ist sie fasziniert von den Lux, die aussehen wie Menschen, mithilfe von Licht jedoch ungeheure Kräfte entfesseln können. Als sie den geheimnisvollen und unverschämt attraktiven Luke kennenlernt, findet sie sich in einer Welt wieder, von der sie bisher nur gehört hat. Einer Welt, die sie an ihren eigenen Verstand zweifeln lässt. Denn Schein und Wirklichkeit sind kaum noch auseinanderzuhalten. Bald wird Evie klar, der Schlüssel zur Wahrheit liegt bei Luke. Und ja, ich bin so gespannt auf die Geschichte. Und wer Obsidian gelesen hat, weiß ja, dass Luke nicht einfach nur irgendein Lux ist, sondern dass er etwas ganz Besonderes ist. Und ich freue mich da schon so unglaublich drauf. Und ja, mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich freue mich jetzt einfach auf Revenge. Die letzten 3 Bücher, die auf meinem Zettel stehen, sind auch alles wieder Liebesromane. Und auf diese 3 Bücher freue ich mich schon so unglaublich. Oh, das glaubt ihr gar nicht. Das erste Buch von diesen 3 Büchern ist der 3. Teil der Sinners of Sand-Reihe, Scandal Love. Und im 3. Teil geht es ja um Trent. Und Trent hat ja eine 4-jährige Tochter. Und seit ihre Mutter damals einfach abgehauen ist und sie und Trent alleine zurückgelassen hat, redet die Kleine nicht mehr. Und die Kleine hat auch zu keinem so richtig eine Beziehung aufgebaut und die Kleine vertraut auch niemanden. Und das nimmt Trent natürlich alles sehr, sehr mit. Und ja, er konzentriert sich deswegen auf seine Firma und ist halt eher so der knallharte Geschäftsmann. Und ja, eines Tages kriegt er eine neue Praktikantin und zwar die Tochter eines millionenschweren Partners quasi. Und sie heißt, jetzt muss ich nochmal nach den Namen gucken, Eddie van der See. Und Eddie nervt ihn total. Und Eddie ist aber wunderschön und er fühlt sich zu ihr extrem hingezogen. Und hier steht dann auch, Eddie wirbelt nicht nur seine Multimilliarden-Dollar-Firma durcheinander, sie baut als einzige auch eine Verbindung zu Luna auf und weckt Gefühle in Trent, von denen er glaubte, sie nie wieder spüren zu können. Und ja,
Ich bin schon sehr gespannt auf den dritten Teil der Sinners of Sand-Reihe. Ich muss sagen, dass die ersten beiden Teile, also dass diese Kerle in diese Reihe, die sind ja schon alle irgendwie total, ne? Die haben ja schon alle einen Laufen. Und ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt auf den dritten Teil. Ich fand die ersten beiden Teile richtig gut. Auch wenn diese Geschichten nicht wirklich was für jeden sind. Also man muss wirklich auf Kitsch, Klischee und diesen ganzen Scheiß, diesen abgefuckten, unrealistischen Kram, darauf muss man stehen, um diese Bücher zu mögen. Und ja, ich mag sie auf jeden Fall und ich freue mich jetzt schon mega auf den dritten Teil der Sinners of Sand-Reihe und bin schon sehr auf die Geschichte von Trent gespannt. Und ja, wie gesagt, ich werde dieses Buch mir auf jeden Fall kaufen und damit lesen und werde euch dann natürlich auch berichten, wie es mir gefallen hat. Und ja, ich freue mich da schon sehr drauf. Das nächste Buch, was ich euch zeigen möchte, auf das freue ich mich auch schon sehr. Da freue ich mich schon das ganze Jahr auch drauf, auf diese Geschichte. Und zwar ist das der letzte Teil der Firsts-Reihe von Bianca Iosivoni, der letzte erste Song. Und ich habe mich quasi vom ersten Buch an auf diese Geschichte gefreut, denn es kristallisiert sich im ersten Buch und auch im zweiten Buch eigentlich noch mehr schon heraus, was es mit diesen beiden Charakteren so auf sich hat. Im dritten Buch passiert dann schon etwas mit diesen beiden Charakteren und man denkt sich dann einfach nur so, ich will jetzt endlich diese Geschichte lesen, oh mein Gott. Und ja, jetzt ist es endlich soweit, wir kriegen die Geschichte von Mason und Grace zu lesen und ich bin da schon so gehypt drauf auf dieses Buch und ich lese euch mal vor, worum es in der letzte erste Song genau geht. Ich werde nie wieder singen. Dieses Versprechen hat sich Grace vor langer Zeit gegeben. Doch als Masons Band eine Sängerin sucht, lässt sie sich dazu überreden, mitzumachen. Allerdings ist sie nicht auf das Prickeln vorbereitet, das sie plötzlich in Masons Nähe spürt. Und auch nicht auf die Erkenntnis, dass sich hinter seinen vorlauten Sprüchen viel mehr verbirgt, als es den Anschein macht. Mit ihm gemeinsam Songs zu schreiben, fühlt sich richtiger an als alles andere. Aber Grace weiß, dass sie nie mehr als Freunde sein können. Denn Masons Herz gehört einer anderen. Und oh mein Gott, ich bin so gehypt auf die Geschichte und ich freue mich da schon so drauf, die jetzt endlich zu lesen. Zum einen kriege ich dann noch eine Reihe beendet dieses Jahr und zum anderen, ja, ich will dieses Buch lesen. Ich will die Geschichte von Mason und Grace lesen. Ich bin dann so gespannt drauf. Gerade wenn man die ersten drei Teile gelesen hat und weiß, was es mit Mason und seiner Freundin da so auf sich hat. Ist man schon sehr gespannt, wie sich das Ganze jetzt hier entwickeln wird. Und Bianca schreibt einfach so tolle Geschichten. Das kann nur gut werden. Das kann einfach nur gut werden. Und ja, deswegen freue ich mich jetzt schon sehr auf der letzte erste Song. Und ja, damit wären wir dann auch beim letzten Buch angekommen für dieses Video. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe aktuell den ersten Teil noch nicht gelesen. Er liegt hier oben. Da liegt er. Ich möchte ihn schon so lange lesen, aber ich bin noch nicht dazu gekommen. Und zwar rede ich von Idle, das ist ja der erste Teil der VIP-Reihe Gib mir die Welt und den habe ich jetzt seit dem Sommer hier liegen und ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn zu lesen und ich könnte mich dafür eigentlich selber nur hauen, weil ich liebe Kristen Callihans Geschichten und ja, meine Stimme wird schon wieder scheiße. Und ich bin so gespannt auf den zweiten Teil, ich werde den zweiten Teil mir auch auf jeden Fall holen, auch wenn ich den ersten jetzt noch nicht gelesen habe, ist mir egal. Das kann nur gut werden, das ist Kristen Callihan. Auf jeden Fall. Ja, freue ich mich schon sehr auf diese Geschichte auch und ich lese euch mal vor, worum es im zweiten Teil zur Idols-Reihe Gib mir dein Herz geht. Sophie Darling kann ihr Glück kaum fassen, als sie für ihren Flug nach London ein Upgrade in die erste Klasse erhält, bis sie ihren Sitznachbarn kennenlernt. Gabriel Scott ist zwar der attraktivste Mann, den sie seit langem gesehen hat, leider aber auch der unverschämteste. Und das ist noch nicht alles. Während des Flugs findet sie heraus, dass er niemand anderes ist als der Manager der Rockband Kill John. Und somit womöglich bald ihr neuer Chef. Und ja, das klingt einfach wieder nach einer ganz, ganz tollen Rockstar-Geschichte. Und ich, wie gesagt, liebe Kristen Callihans Bücher. Ich liebe die The Darkest London-Reihe. Ich liebe die Game On-Reihe. Und ja, freue mich da schon sehr auf Idle 2. Und wie gesagt, werde es mir kaufen, auch wenn ich den ersten Teil jetzt noch nicht gelesen habe. Aber das sind so Bücher, wo ich weiß, dass die mir gefallen werden. Und da muss ich den ersten Teil jetzt nicht lesen und doch egal, einfach haben. Das sind so Bücher, wo ich sage, die muss ich einfach haben. Und ja, das waren meine und damit wären wir am Ende von meinen Neuerscheinungen für den November. Es sind wieder einige Bücher dabei. Und wie immer gilt, wenn ihr noch andere Bücher kennt, wo ihr sagt, das musst du unbedingt lesen, schreibt für mich und auch für alle anderen unten in die Kommentare. Und ja, ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und meine Stimme ist jetzt echt von Arsch. Scheiße. Oh, ey, Leute, ich sag's euch, ich habe Halsschmerzen, mir tut der Rücken weh, mir tut eigentlich alles weh, aber egal. Augen zu und durch. Bis dann, macht's gut. Tschüss.